Jo ihr Lieben, da sind wir wieder bei den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und das ist das Design, das ich letztes Mal für den Phase 3 Taschenrechner entworfen habe. Und wie ihr seht, habe ich mich doch mit einem Marktanreiz von 4,4 zufrieden gegeben, aber ich will ja auch den Höchstpreis abkassieren. Deswegen haben wir das Ganze nochmal aufgemacht. Drehen wir die LED-Matrix. Dann kriege ich noch ein bisschen Platz für eine Knopfzelle. Die setzen wir mal rein. Dann übererfülle ich das Ganze ein bisschen hier mit dem Strom. Können wir mal gucken, ob wir es noch ein bisschen billiger gestalten. Kommt mal ein Batteriepack weg. Eine weitere Knopfzelle rein. Und dann haben wir doch eigentlich eine Punktlandung. So, damit bin ich zufrieden. Das wird besser. So machen wir das. Und dann würde ich einfach mal sagen, das Ding muss einen neuen Namen kriegen. Wir nennen es jetzt den Angeber-Taschenrechner. Und damit können wir eigentlich starten. Entwurf abschließen. Und jetzt müssen wir das Ding irgendwie in die Produktion kriegen. Und das Ganze in einem nahtlosen Übergang. Denn die Kohle darf jetzt nicht versiegen. Ich habe noch ein bisschen Puffer, das ist gut. Aber ich habe auch noch 7 Tage vor mir bis zum Erreichen meines Ziels. Klar, eine Woche überleben wir, die 100 Tage sind safe. Aber ich würde ja auch gern gucken, dass es danach noch ein bisschen weitergeht. Forschung hat nichts mehr zu melden. Ich mach mal mit der Logikschaltung weiter. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal gut an. So, alles hier mal zumachen. Okay, was haben wir denn hier? 3 Montagetische. An dem einen läuft jetzt gerade nichts. Da könnte ich eigentlich den Angebertaschenrechner mal hinmachen. Da könnte er gerade hin. Wunderbar. Das Ding ist, wenn ich beide parallel produziere, dann brauche ich noch ein Regal, weil das ist hier reserviert für den Anfängertaschenrechner. Und das machen wir jetzt auch. Ich stelle noch mal eins hin. Und nehme noch mal ein mittleres. So direkt hier dran. Und jetzt legen wir hierfür mal die Logistik an, sodass wir diesen einen Tisch hier schon mal bedienen. Und jetzt gucken wir noch mal rein, bevor ich es vergesse, was wir alles brauchen. Hier. Wir brauchen Knopfzelle. Haben wir 2-mal. Batteriepack, den können wir uns mal von oben liefern lassen. Das können wir nachher aber noch umstellen. Oder ich mache hier direkt nochmal einen Montagetisch hin, also einen Chemietisch. Und wir brauchen die einfache Schaltung. Die kommt ja auch. Also, wir gucken mal in die Logistik rein. Machen wir jetzt erstmal so. Die einfache Schaltung, die kam, glaube ich, von hier. Die geht jetzt auch dahin. Wunderbar. Die Knopfzelle, die geht jetzt auch mal dahin. Dann teilen wir das schon mal ein bisschen auf. Was war es jetzt noch? Batteriepack. Holen wir uns jetzt erstmal von hier oben. Von hier. Ummünzen können wir das ja immer noch. Aber ich will es jetzt mit so wenig Störung wie möglich machen. Und dann fehlt nicht mehr viel. Einfache Schaltung, Batteriepack. Aha, Holzkiste fehlt noch. Die wird aber auch hier oben jetzt hergestellt. Ja, da komme ich aber jetzt nicht dran. So, das muss mal reichen. Da ist das Regal. Gehen die denn schon in den Verkauf? Habe ich das vergessen? Da liegen 6 Stück. Gehen sie. Also müssen wir ein paar Stück hierher liefern lassen. Wunderbar. Und last but not least, jetzt müssen wir noch eine Herstellung aufbauen für die LED-Matrix. Und wir gucken mal, die kommt von hier, vom Chemietisch. Ich stelle mal einen hin. Hier ist gut, ist nah dran. Die LED-Matrix. Und jetzt bin ich gespannt. Die braucht das LED-Feld, das ist kein Problem. Das kommt von hier. Ja, da liegen auch noch einige. Ich habe ja auch immer gut welche zum Verkaufen gehabt. Also alles easy. Oh, einmal aufgepasst. Hier, ne? Ja. Nee, da brauchen wir ein Regal. Da brauchen wir erst ein Regal. So. Nochmal. Ich will echt keinen Fehler machen, weil das könnte alles fatal werden.
Ja, erstmal hier die Verbindung, damit wir den Bedarf kennen. Jetzt. Dann brauchen wir noch hier die schönen Teile, die Leiterplatten. Wir brauchen noch Elektronikbauteile. Und die LED-Matrix, die geht dann auf dieses Regal. Und der Angebertaschenrechner muss hierhin abgeliefert werden. So, wir brauchen Personal. Wir gucken nochmal, wie lange das dauert, so ein Ding herzustellen hier. LED-Matrix, wo bist du? 4 Sekunden, das ist fair. Das ist wirklich fair, dann geht das auch direkt mal wieder auf. Wir brauchen eine LED-Matrix, oder? Eine. Das heißt, mit diesem Tisch können wir auch eigentlich direkt 2 Tische hier für die Montage bedienen. Okay, Personal. Ist da noch jemand? Ja. Ich bringe mal hier hoch, denn hier müssen jetzt Wege gemacht werden. Das geht, glaube ich, alles noch an diesem einen Logistikpunkt. Und dann lassen wir es einfach loslaufen. Es ist Mittwoch. Hier liegt schon wieder alles voll. Das ist gut. Jetzt wird natürlich vom Anfänger-Taschenrechner die Produktion sehr gedrosselt werden. Und wir müssen gleich schon mal nach dem Preis gucken, damit der auch ja weggeht. So. Den gibt es nicht mehr hier. Die beiden gibt es eigentlich nicht mehr. Das waren gerade Kurzversuche. Irgendwie im Off, die sind aber gescheitert. Angebertaschenrechner, nö. Hier, Anfängertaschenrechner. Mit dem Preis können wir noch 15 verkaufen, können wir nochmal hochgehen? Nee, ne? Also wir müssen hier mit dem Preis auf dem Niveau bleiben. Dann werden wir aber auch die 15 los, das ist gut. Zum Wochenende hin. Ich würde jetzt einfach mal die Sachen hier nehmen, die hier schon im Übermaß liegen. Würde die vielleicht teilweise hier reingeben. Ach, da geht die Produktion doch schon los. Da brauchen wir gar nichts machen. Dann machen wir Zukunftssicherung hier mit den Teilen. Wir sind schon wieder neue Mitarbeiter. Da geht nichts mehr rein. Dann nehme ich die Knopfzellen raus, weil die hier bringen nicht viel mehr. Nicht viel mehr. Einfache Schaltung bringt auch nur 70. Das ist natürlich bitter. Dann nehme ich das, wo ich die meisten von habe. Alles reserviert. Ich müsste in der Tat rübergehen zu einem anderen Verkaufsfeld. Und müsste das Zeug hier mal anbieten. Muss jetzt alles weg. Es muss echt alles weg, damit ich hier noch ein paar Tage rausbekomme. Ist jetzt richtig bitter, wie hier gerade das Geld runtergeht. Aber gut, es ist Sonntag. Wir können jetzt wieder verkaufen im großen Stile. Stell nochmal... Ja, da ist es doch passiert. Stell nochmal einen Forschungstisch hin und dann müssen wir irgendwas finden, was die Leute hier machen können. Passt mal auf. Das machen wir mal zuallererst. Die müssen wir in die Beschäftigung reinbringen. Können wir die denn herstellen lassen? Gehäuse sind schon alle. Einfache Schaltung ist irgendwie ein bisschen zu teuer, um sie so zu verkaufen, aber ich sehe bald keine andere Möglichkeit mehr. LED-Matrix ist jetzt egal, ob ich die nehme oder... Dann machen wir so 2 Tische hier. Hier und da. Dann gibt es ein kleines Regal hier. Vielleicht verziehe es nochmal, stelle es hier runter. So. Das hier macht LEDs, das hier macht LED-Matrix. Dann machen wir Logistik.
So. Und hier vorne, die Verkaufsfläche will ich gar nicht mehr überlasten. Nehme jetzt einfach die hier. Schieb die Matrix hier in den Verkauf. Schiebe sie auch. Ah, zur Not hier oben in den Verkauf. Und Hauptsache, wir machen noch irgendwie zusätzliches Geld. 99 Tage, die 100 haben wir, ohne pleite zu gehen. Super. Also, Mitarbeiter Nummer 1. Mitarbeiter Nummer 2. Dann machen wir noch einen Logistikpunkt hin. Ne, da steht er natürlich auch im Weg. Hier hin. Und da stellen wir jetzt nochmal 2 Fuzzis dran. So. Und dann können wir das zur Not noch ein bisschen aufbohren. Ist noch jemand ohne Job? Ah, oh, das ist alles verkauft worden. Ist das geil. Jetzt gucken wir mal, was hier schon wieder rumliegt. Genial. Hier liegt noch nichts, da fehlen noch immer hölzerne Cases. Das ist jetzt schwierig, die müssten jetzt mal kommen. Und da haben wir nämlich ein Problem. Das habe ich beim letzten Mal übersehen. Da fühlt sich keiner für zuständig, oder? Nee. Also machen wir einen Logistikpunkt hier hin. Und ziehen jetzt mal einen Mitarbeiter ab. Nee, ich ziehe den bei den Knopfzellen ab. Die sind das wertlosere Produkt. Das können wir ja gleich nochmal nachbesetzen. Ich habe sogar wieder Plus gemacht hier die Woche. Super gut. Guck mal, da ist schon jemand. Na dann. Machen wir es doch direkt so. Hier müssen wir auch ganz dringend was verkaufen. Und jetzt explodiert mir hier die Mitarbeiterzahl. Dann gucken wir uns das mal an, ob wir hier noch... Da legen wir mal nach. Das darf jetzt nicht knapp werden hier, die Leiterplatten. Das ist ein Chemietisch. So. 100 Tage haben wir erreicht, ne? Das mal fürs Protokoll. Endlich. Also ich würde sagen, ich habe es gemeistert. Das eigene Ziel zumindest erreicht. So. Und dann darf ich jetzt auch pleite gehen. Ich bin jetzt entspannt. Und solange die Holzschachteln nicht kommen... Mache ich mit diesen Rechnern weiter. Ist jetzt erstmal alles besser als nix. Können wir ein kleines bisschen mal den Bestand reduzieren. Wo fummel ich mal rein? Bei den Knopfzellen. So. Immer noch keine Holzschachteln. Dann gucken wir mal, hier sind ja noch ein paar Leute. Das ist natürlich jetzt echt ein Problem. Der Weg ist weit, also fülle ich das jetzt erstmal auf. Oder wir machen das ganz anders. Ne, ich lasse es da stehen. Ich baue es aber hier unten nochmal neu auf. Geht aber nicht, damit komme ich finanziell nicht mehr hin. Gucken wir jetzt einmal. Forschung habe ich nicht ausgewählt, das ist echt schlecht, die ist schon wieder fertig. Metallgehäuse. 150 Marktpreis, darauf sollten wir umstellen. Logikschaltung 140. LED-Matrix 130 Marktpreis. Habe ich
ich eben nicht richtig gesehen, okay. Dann, ich glaube aber jetzt geht's vorbei. Egal wie sehr ich mich noch anstrenge, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch hingebogen bekomme. Gehst du mal weg? So. Wo klemmt's? Das darf nicht passieren. Das darf einfach nicht passieren, sowas. Und sowas ist einfach nur fatal. Auch das wird nicht richtig, nein. Müssen wir schon richtig machen. Passt mal auf, machen wir jetzt so und so. Und haben wir ja schon die Verbindung. Stimmt. Also, letzten Taschenrechner abholen hier oben. 1, 2, 3. Und jetzt nehmen wir die ganzen Materialien mit. Wenn es keine Rechner gibt, dann wird alles andere verkauft. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf und Kram. Das muss mir jetzt irgendwie in die nächste Woche reinhelfen. Hier oben können wir nichts mehr machen. Aber Holzgehäuse sind jetzt da. Was liegt hier noch? Da geht ein bisschen was, da kommt Geld rein. 2200. Hier nochmal über 2000, hier nochmal 2000. Ah, da geht ein bisschen was, okay. Ja, da schaffen wir doch auch die 150, da bin ich mir sicher. Ja, wunderbar, geil. So, wir stellen mal einen weiteren Tisch um, jetzt wo das Material da ist. Ist ja noch wieder neues Personal. Gucken wir nochmal, dass wir die Logistikwege auch haben. Nicht ohne Auswahl, ja. Ich hoffe mal, dass ich irgendwie diese Fehler noch wieder ausgebügelt bekomme von eben. Hier Logistik. So. Und jetzt gucken wir mal, hier ist noch Personal. So, der Logistikpunkt ist eigentlich versorgt. Hier liegen in der Tat noch LED-Felder rum. Wir gucken uns das Verhältnis nochmal LED-Feld zu LED-Matrix an. Vielleicht können wir da noch was rausholen. 4 Sekunden und 4 Sekunden. Also das geht eigentlich 1-1 auf, es sei denn, die kommen in unterschiedlichem Verhältnis bei raus. Gucken wir uns nochmal am Tisch an. Hier kommt 1 raus und es geht 1 rein. Alles gut. Dann brauchen wir noch einen zweiten Tisch für LED-Felder. Aber die dürften auch hier unten jetzt übrig bleiben. Denn wir brauchen jetzt nicht mehr, und da gucken wir nochmal, Entwurf anzeigen, gar keine mehr. So, das heißt doch, wir könnten auch hier die LED-Felder nehmen, könnten sie von hier darüber liefern lassen, dann könnten wir hier eigentlich LED-Matrix herstellen. Passt mal auf, dann machen wir das. Ne, wir machen das mal so. Die liefern wir aus. Die müssen jetzt... Doch, da werden sie noch gebraucht. Vorsicht, langsam. Kein Fehler machen.
lass die Produktion da lieber weiterlaufen und stelle hier nochmal weiteren Tisch für LED-Felder hin. Sicher ist sicher. Machen wir das mal so. Ich will auf keinen Fall diese Produktion hier irgendwie gefährden. Und wenn was übrig bleibt, dann kann ich es immer noch händisch aufnehmen und verkaufen. So, bitte. Du gehst hier hin. Du kriegst noch Logistik. Okay, passt. Und ich gucke jetzt mal, dass die Taschenrechner kommen. Das ist mir gerade echt das Wichtigste. So, der nächste Mitarbeiter. Und die Zahl geht echt schnell hoch. Okay. Jetzt mal überlegen, wir machen noch einen Chemietisch. Hier sind 4 Mitarbeiter. Vielleicht können wir auch hier mal aufstocken, denn die müssen ja auch ganz gut wachsen mittlerweile. Wir müssen ja alles mit Rohstoff von hier aus versorgen. Ja, da kommt noch einer hin. Hier fehlen in der Tat immer noch Leiterplatten. Und das macht natürlich, machen die beiden hier. Hier liegen auch nicht übermäßig viele rum. Das heißt, auch dafür stellen wir nochmal einen Tisch bereit. Den stelle ich jetzt einfach mal direkt hier hin. Leiterplatten. Wird logistisch mit dem Regal verbunden. Okay, und jetzt finde ich mich selbst langsam nicht mehr in dem Gewusel. Der kann weg. Und hier kommt nicht mehr viel. Das soll aber auch so sein. Hier geht es jetzt dafür weiter mit dem teureren Modell. Es ist Freitag und es gibt eine bittere Woche. Aber unterm Strich ist alles da. Sogar noch Mitarbeiter übrig. Oh je. Was machen wir mit euch? Ich habe langsam auch keine Idee mehr. Wie viel liegt denn hier so? Noch keine Matrix. Aber umverteilt habe ich sie, oder? Liegt hier oben eine? Nein. Ach, Heilige. Das ist auch echt überhaupt nicht gut, sowas. Kann ja auch nichts kommen. Nee, ich stelle wie blöd hier neue Tische auf. Gucken, ob wir die Kurve noch kriegen. So. Hier schon einmal ausleeren. So, das sind jetzt 18, 14 Stück insgesamt. Das ist okay. Und ich habe immer noch 2 Mitarbeiter übrig. Die könnten auch noch mal was herstellen. Oh je. Langsam haben wir das alles. Die Leiterplatte bringt jetzt nichts. Wirtschaftlicher Unfug, die herstellen zu lassen. Plastikteile auch. Machen wir die einfache Schaltung. Machen wir hier eine Produktionslinie für einfache Schaltungen hin. Brauche auch Leiterplatten.
kleines Lagerregal. Leiterplatten, okay. Jetzt Elektronikteile und die Logikschaltungen, nein, die einfachen Schaltungen, die werden verkauft. Hier und da Mitarbeiter, einmal hier. Und du gehst an den Logistikpunkt. So, ich gehe noch einmal hier die Taschenrechnerrunde machen. Und jetzt stellen wir den hier auch um. Und können somit dieses Regal hier komplett abschaffen. Mal direkt zu bare Münze. Okay. Könnte es jetzt hier einordnen. Wir brauchen jetzt keine einfachen Gehäuse mehr, außer für die Produktion der Holzgehäuse. Ist das so? Nein, da brauchen wir nichts. Also können die jetzt grundsätzlich erstmal in den Verkauf gehen. Dann machen wir da auch noch mal ein bisschen Geld. Und dann können wir diesen Tisch da auch rausziehen. Weil da brauchen wir sie nicht mehr. Da gehen sie aber auch nicht mehr hin. Ja. Okay, alles gut. Gucken wir nochmal, ob hier noch was kommt. Einer. Noch einer. Und losrennen. Gut, geschafft. Preise nochmal checken. So. Angebertaschenrechner vollpreisig raus. Anfängertaschenrechner 12 Stück in der letzten Woche verkauft. 15 gehen, aber die haben wir nicht mehr. Dann können wir den Preis auch wieder hoch machen. 7 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfekt, oder? Super gut. Dann holen wir das Maximale raus, was wir hier noch kriegen können. Und mal gucken, wie viel Geld reinkommt. Okay. Das sind gute Nachrichten. Es kommen gleich neue Mitarbeiter und ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich mit denen jetzt machen soll. Knopfzellen. Haben wir 2 Tische. Das reicht aus von der Menge. Das reicht eigentlich auch aus. Immer noch das Gefühl, dass wir hier ein bisschen zu wenig Leiterplatten haben. Gucken wir uns das nochmal vorsichtig an. Liegt am Material vielleicht. Gucken wir uns einmal an. Ja, aber es wird echt noch täglich nachgeliefert, alles hier. Das ist also gut. Ah, das ist nicht zu wenig. Okay, jetzt die Frage, was machen wir denn mit den Mitarbeitern? Hier, die Forschungspunkte stauen sich auf. Das ist schon mal gut. Können wir den Pieper erforschen. Und können jetzt nochmal Logikschaltungen hier ein bisschen aufbocken in der Verkaufsproduktion.
Immerhin, haben oder nicht haben, 140, ne? Also machen wir das so. Gib doch mal eine Standard, nein, eine Elektronikwerkbank ist das. Das Regal ziehen wir mal hier raus. Einfache Schaltung. Wunderbar. Ich habe das Gefühl, Elektronikteile können wir bald auch noch mal ein Stack mehr nehmen. Gucken wir mal, beobachten wir mal. So. Einer von euch darf da hin. Und einen Forschungstisch machen wir. Hier hin. Da habe ich aber gerade niemanden für, das ist gut. Hier ist nur normale Langeweile, nee. Da fehlt auch noch jemand, okay. Das läuft doch besser als gedacht jetzt. Wer hätte es geahnt? Hier bitte. Es fehlen jetzt Batteriepacks. Gut, das Problem lässt sich einfach lösen. Können wir erstmal hier was abziehen? Nee, aktuell nicht. Dann stelle ich hier vorne einfach mal einen Tisch hin oder zwei. Dann lasse ich sie auch nicht mehr von oben kommen. Dann sollen sie von hier kommen. Dann gehen die oben in den Verkauf. Ah, passt. Jetzt wird es langsam eng. Aber da hinten können wir abdichten, da muss keiner hin. So. Die Batteriepacks, die gehen hier rüber. Und dafür brauchen wir zwei Mitarbeiter. Und bevor wir die nicht haben, kappe ich nicht die Verbindung nach oben. Ist auch schon der erste. Wo bin ich eigentlich? Ich bin hier. Ist auch eine gute Aussage. Ich bin hier. Wo ist hier? Hier ist da. So. Der nächste Mitarbeiter, bitte. Oh, das wird jetzt langsam mit der Kohle, aber auch so ein Ding, ne? Erst wenn das hier rund läuft, habe ich denn da überhaupt einen Logistikpunkt? Hier ist einer, hier ist gar keiner, ne? Stellen wir nämlich einen hin, besser ist das. So ein bisschen hier ab vom Schuss. Liegt hier so rum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist zu wenig. Das gibt Ärger in der nächsten Woche. Hm. 8, 9, 10 immerhin. Okay. Ja, wird doch noch. Es ist schon wieder Sonntag. Das Geld ist verdammt knapp, aber ich komme noch in die nächste Woche rein. So, kein weiterer Rechner. Jetzt
Mal gucken, wie das Ganze reicht. Das wird jetzt haarig. So, hier oben den ganzen Kram machen wir weg. Hier kommt jetzt aber alles langsam nach. Was ist mit dir? So, da haben wir noch eine Woche geschenkt bekommen. Geld ist wieder da. Ab an den Logistikpunkt. Und jetzt können wir hier oben die Verbindung mit den Batteriepacks wieder wegnehmen. Hier. Die sollen jetzt einfach so verkauft werden. Und wir müssen jetzt für den nächsten Mitarbeiter wieder was Neues finden, was sie machen können. Metallgehäuse ist gut. Kleiner Registerspeicher. Jetzt gucken wir mal, ob wir nicht lieber was von der Stufe 4 schon erforschen. Ah, die Phase ist länger. Das ist natürlich echt dankbar. Dann können wir auf der Stufe 3 weitermachen. Also, kleiner Registerspeicher. Und jetzt gucken wir mal. Hier können wir natürlich auch noch mal ein bisschen mehr machen. Und ich denke mal, dass ich irgendwann aufhöre, diese Sachen zu verkaufen. Und wenn die Plätze eng werden, lieber auf andere Produkte gehe. Aber solange ich hier Platz habe auf der Palette, lasse ich es, denn es bringt alles Geld. Hier liegt jetzt nichts rum. Also ich glaube, da können wir noch mal eine Elektronikwerkbank dazu machen. So. Die macht auch einfache Schaltungen. Was macht denn die jetzt mittlerweile im Verkauf? Die macht 140, die einfache macht 70. Ja, das ist natürlich jetzt auch so ein Thema, ne? Also spätestens, wenn es hier voll wird, dann nehmen wir die billigen Produkte raus und tauschen es gegen teurere aus. So. Macht echt jede Woche plus noch. Das ist gut. Das ist richtig gut. Dich sortieren wir hier hin. Was passiert hier vorne so? Ist alles gut? Jetzt ist die Frage, ob ich nicht die Holzgehäuse nach hier vorne ziehe, hier herstellen lasse. Und hinten die Tische für irgendwas anderes nutze. Vielleicht für das nächste Gehäuse. Einmal überlegen. Gucken wir uns das einmal an. Nee, Holzgehäuse müsste hier gehen, gell? Bringt 110, die bringen 150. Brauchen einfache Gehäuse, Plastik. Das ist natürlich echt mal jetzt schon spannend von der Herstellungsseite aus. Plastik kann man nicht veräußern, das macht keinen Sinn. Ich denke, ich baue eine Produktion für Metallgehäuse auf. So zum Verkloppen hier. Einfache Gehäuse brauchen wir. Ach nee, das ist doch super. Nur einfache. Also eine normale Werkbank. Die hätten wir im Prinzip hier. Die können wir da mal rausziehen. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Moment. Dich nehmen wir mal hier raus. Du kommst mit. Und dann kommt hier noch ein Tisch daneben. Der macht die Metallgehäuse.
so Logistik. Und jetzt muss der gute Chef hier mal das Feld räumen und mal da hochgehen. So. Die einfachen Gehäuse werden jetzt nicht mehr verkauft. Hier müssen wir Metall bestellen. Ne, Entschuldigung, Plastik. Ne, Plastik ist da. Also, wo ist das Problem? Aha, ich sehe es. Alles klar. Muss natürlich das richtige Gehäuse auch hergestellt werden und dann macht das Sinn. Vorher nicht. So, wunderbar. Und die gehen in den Verkauf. Hierhin und auch hierhin. Wenn es eng wird vom Platz. Kann es aber eigentlich nicht, ne? So, ein Mitarbeiter. Da bist du. Hier hin. Jetzt schieben wir die Tischgruppe noch mal ein Stück näher in Richtung dieses Logistikpunktes. Oder den Logistikpunkt noch ein Stück hoch. Dann ist alles bestens. Sei denn... Ja, nee, ne? Muss da stehen bleiben. Aber auch nicht schlimm. Es ist Mittwoch, die Kohle geht dramatisch runter bei den Kosten, die ich mittlerweile habe. Und schon wieder die nächsten Mitarbeiter. Gucken wir uns das Verhältnis hier nochmal an. Das ist direkt mal 1 zu 1. Das heißt, alle 4 Sekunden machen wir so ein Metallgehäuse. Dann gibt es noch 2 weitere Werkbänke. Ich stelle die mal so rum hin. Hier machen wir nochmal einfache. Nee, das sind die falschen. Standardwerkbänke bitte. Den nix da oben. Ich muss noch mal hinlaufen. Es könnte jetzt langsam sein, dass das Ende kommt. Die müssen da hinten nicht raus. Die können wir zubauen. Das ist okay. So geht's nur. Da glüht echt die Birne. So. Das ziehen wir nach vorne. Dann sind die Wege noch ein bisschen kürzer. Ihr Mitarbeiter, kommt her, kommt her, kommt her. Genau das richtige Spiel, um nach Feierabend einfach mal abzuschalten. Ich
würde mich ja mal interessieren, ob man hier irgendwie auch halbe Stacks transferieren kann. Bisher wahrscheinlich noch nicht. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Machen wir das mal schön nicht. Und holen lieber gleich noch mal ein paar Rechner ab. Geld ist schon wieder echt eng. Gehalt ist weg, aber das ist gut. Die nächste Woche gehört uns. So, jetzt können wir mitnehmen. In die Woche müssen keine Rechner mehr hergestellt werden. Wir haben genug. 3, 7, 9, 11. Ach Mist. 7, 9, 11. Naja. Einer zu wenig, aber dafür haben wir jetzt diesen ganzen Kram hier. Es gibt auch massig Kohle. Kommen jetzt wieder nicht an den Logistikpunkt dran. Doch, da ist er. Schwierig manchmal. So, bitte. Forschung läuft immer noch bombig. Logikschaltung könnten wir als nächstes mal machen. Dafür müssten wir aber vielleicht die Produktion der einfachen Schaltung aufgeben. Was ist mit dem Pieper? Leiterplatten, Elektronikteile, Plastikteile. Der wäre billig herzustellen. Wird das neue Projekt werden? Ah. More business buzz with Not Important. Ja, these are hard times for CEOs, but this one just scraped by. Yes. Das ist jetzt aber eigenartig, dass jetzt die Meldung kommt. What are we waiting for anyway? Pleite, würde ich sagen, ne? Bin pleite gegangen. 126 Tage haben wir geschafft, liebe Leute. Ich bin happy. Wir könnten jetzt nochmal gerade probieren, dass wir in den alten Speicherstand reingucken. Und mal schauen, ob wir vielleicht doch noch irgendwie die Kurve kriegen. Denn, was habe ich gemacht noch? Nö. Not important here. You're just in. Hab's verstanden. Ist nicht. Okay. Also wie gesagt, 126 Tage, bitte erstmal nachmachen. Für mich ist das Thema Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen endgültig jetzt abgeschlossen. Durchatmen. Durchatmen. So, was haben wir als nächstes? Das Extra-Leben. Bei der Rückkehr in die Fluffy Vortex-Spielhalle zucken deine Finger, als du dich an unzählige wütende Spielsitzungen in den knarrenden Schränken erinnerst. Was wäre, wenn du diese Erinnerungen wachhalten könntest? Könntest du in den Räumen dieser Spielhalle eine Spielkonsole schaffen, mit der dein 13-jähriges Ich gerne gespielt hätte? Yo, das werden wir uns beim nächsten Mal angucken. Es geht weiter, Level 4 der Kampagne. Und auch da wartet bestimmt wieder die lustige oder irgendeine lustige Herausforderung. Lassen wir uns mal überraschen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.